Das ist ein echt museales Stück. Besondere Meisterwerke. Das ist eine Sensation hier. Dazu müsste ich einen Anruf tätigen. 10 Dukatenstück, Gold. Artefakte der Weltgeschichte. Das sind Kreuzpartikel vom Kreuz Jesu. Also ich bin wirklich sprachlos. Wahre Sensationen finden den Weg zu uns, die uns den Atem rauben. Hier sind die Top 5 der teuersten Verkäufe, die es bei Bares für Rares jemals gab. Den Beginn macht ein unglaublich geschichtsträchtiges Erbstück, das den Händlerraum auf eine ungewöhnliche Idee brachte. Ui, die ist aber groß. Wie alt ist die? 1648. Ja, jetzt erzählen Sie mir aber ein. Wo hast du die denn her? Die habe ich von meinem Großvater. Das heißt, ich habe sie von meiner Mutter und dann. Ja, ich werde schon. Ich krieg schon schweißige Finger. Ja, ich merke schon, was ist los, Albert? Brauchst du was zu trinken oder was? Das ist eine Sensation hier. Also es bedeutet, diese Münze ist echt Gold. 986er auf 1000 ist 986er Gold. Diese Münze hat diesen maisgelben Farbton, den diese Münzen aus dem 17. Jahrhundert haben müssen. Mhm. Also ich bin mir fast sicher, dass es sich hier um eine echte Münze aus dem 17. Jahrhundert handelt, die sehr, sehr selten ist, die ganz selten auf dem Markt kommt. Und wenn ich jetzt den Preis sage, dann müsste diese Münze zwischen 20.000 und 30.000 Euro bringen. Ich habe gerade Hitzeballungen. Ja, eine kleine Summe, 1.500. Schon mal geguckt im Netz. Was ist deine Schmerzgrenze? 25.000. Dazu müsste ich einen Anruf tätigen. Ich rufe dich jetzt einfach mal an, weil ich gerade eine Münze in der Hand halte. Und zwar Ferdinand der Dritte, 10 Dukatenstück, Gold. Also du hast mir schon mal sehr geholfen, ich muss jetzt hier aufhören. Du kriegst 23.000, egal was der jetzt gesagt hat. Tja. Also, es gibt wenige Originale, die auch mal angeboten werden und verkauft werden, viele Fälschungen. Nichtsdestotrotz würde ich die gewünschten 25.000 erfüllen. Ich aber auch. Dann wäre es ja ganz intelligent. Wir würden uns zusammentun. Wir zahlen beide die Hälfte. Und wir liefern das ganze Ding in ein namhaftes Auktionshaus ein. 25.000 Euro. Von uns beiden? Ja, von uns beiden. Ja. Gut. Weiter geht's mit dem phänomenalsten Flohmarktfund in der Geschichte von Bares für Rares. Anschaffungspreis? Schlappe 5 Euro. Das ist ein sogenannter Kowsch. Ein traditionelles russisches Trinkgefäß. Meine Liebe, wo hast du denn dieses Teil her? Darf ich gar nicht erzählen. Vom Flohmarkt. Also vom Trödelmarkt? Ja. Liebe Heide. Ja, ich möchte zuerst einmal wirklich diese Silberschmiedearbeit erklären. Also es ist Silber? Silber? Es ist Silber. Mhm. Es ist Silber. Nach meiner Erfahrung für diese Stücke, auch aus 84 Solotniki, bedeutet 875er Silber. Mhm. Und wie man sieht, ist das Stück innen vergoldet. Ah, ja. Und ja, sie ist bunziert. Und zwar hier von dem Silberschmied Jakob Maslenikow. Mhm. Darüber hinaus eben auch noch die Stadt Moskau hat auch noch gestempelt. Oh, ja. Und zwar nicht nur mit dem St. Georg, sondern auch zusätzlich mit dem Beschaujahr. Und das heißt hier 1763. Mein Gott, das ist ja unfassbar. Für 5 Euro, das Geld kriegst du nie wieder. Das sage ich, nie wieder kriegst du die 5 Euro. Ja, aber das ist noch nicht alles. Noch was? Jetzt kommt. Was steht eigentlich da draußen alles drauf? Ja, ganz genau so ist es. Hier gibt es nämlich eine Umschrift mit einer Widmung von Katharina der Großen an Andrei Diatschkin. Und zwar, Diatschkin war ein Hetman. Ein Hauptmann, ein Stammesälterer der sogenannten Don-Kosaken. Die Kosaken waren eine Gemeinschaft freier Reiterverbände. Und für Katharina waren sie sehr wichtige Gefolgsleute. Sie gehörten nicht zum Reich, aber sie waren politisch und militärisch von großer Bedeutung. Ich muss sagen, ich bin schwerst begeistert. Das ist ein echt museales Stück. Genau so ist es. Ja. So ein Stück findet man tatsächlich im Moskauer Kreml oder auch in der Ermitage. Oder also, im Trödelmarkt. Ja. Was möchtest du haben? Also ich hatte so gedacht 15.000. In Anbetracht des wirklich interessanten Jahres 1763 muss ich hier einen Marktpreis nennen, der weit höher liegt. Und zwar 40.000 bis 60.000. Und der Markt hat sich noch nicht stabilisiert. Das ist durchaus ein vorsichtiger Preis. Ui. Das ist ein russischer Kowsch. Was ist das, ein Topf? Meine lieben Freunde, das ist echtes Silber vergoldet. Der heilige Georg ist zu sehen. Es ist definitiv 18. Jahrhundert. Alle Punzierungen da. Wahnsinn. 5.000 bei mir. Ja. 10.000. 15.000.
Ich würde die 20 geben. 25.000 Euro. Ja, 26.000 Euro. 26,5. Dann sage ich 28. Ich höre jetzt auf. Ich lasse es. Könnten wir es nicht rund machen? Wir machen 29.000. Ja, dann machen wir das. Viele, viele Bilder kommen in die Sendung. Aber keines toppt den Verkaufspreis dieser einmaligen Lithografie. Ich muss sagen, mir gefällt das Bild, weil ich glaube, das hat jemand relativ zügig gemacht. Ja. Der hat nicht angefangen zu malen, um dann mal zu gucken, was draus wird, sondern der wusste, was er da machen möchte. Du hast gerade schon mit ganz kurzen Zügen das Ziel einer Kunstrichtung, die man Expressionismus nennt, aufgezählt. Ach so, wo hast du denn dieses Gemälde her? Das Bild gehört nicht mir, sondern ich bin im Auftrag hier für meine Freundin. Die Brücke-Künstler, sagen dir was? Ja. Die Expressionisten sind damals zusammengeschlossen worden in die Künstlergemeinschaft Brücke. Carl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel, also alle großen Namen waren dabei. Ich könnte noch ein paar aufzählen, aber unter anderem auch Otto Müller. Ja, war so ein fester Bestandteil der Brücke-Künstler. Alles, was du jetzt in Schwarz siehst, das ist das eigentliche Motiv. Und das hat Otto Müller als Kreidelithografie angefertigt. Und dann ist es auch damit dann auch schon das Werk gewesen im Ursprung. Nur hier hat er noch etwas Besonderes gemacht. Hier hat Otto Müller nochmals sich dran begeben und hat dann das Blau aufgetragen und alles, was gelb ist, auch aufgetragen. Und das mit einer sehr dicken Aquarellfarbe. Und gerade von ihm originale oder unikatäre Objekte sind extrem selten zu finden. Ja, meine Liebe, jetzt würde ich natürlich gerne wissen, deine Freundin hat dich beauftragt, dann hat sie dir aber auch einen Wunschpreis mitgegeben. Wo soll der liegen? Ja, dann wollen wir 10.000 haben. Alter, ich glaube an dieses Bild und deshalb lege ich mich auf einen Wert fest. Wir sind so bei 30.000 bis 35.000 Euro. Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Also mich hat das so beeindruckt, das Blau, ne, für die damalige Zeit. Muss doch nicht weinen. Jetzt hören Sie auf, sonst heute ich mit. Ich bin auch schon dran, ich habe auch schon das Wasser in der Brille stehen. Mich hat das so beeindruckt, dieses Blau, wie ich das Bild das erste Mal gesehen habe. 20.000. 21.000. 22.000. 23.000 Euro. Okay. Ich würde noch mit 25.000 Euro weitermachen. Ich denke, das ist auch für den Sammler interessant. Das denke ich und auch. Und das wird das Bild nach oben bringen. Ja. Und deswegen gebe ich Ihnen 30.000. 30.500 Euro. Jetzt kommt die finale Frage, gnädige Frau. Wollen Sie an unseren Fabian verkaufen für 30.500 Euro? Ja? Ja, gut, machen wir. Ja. Darf man applaudieren? Bravo. Unglaublich. Gratulation. Auf Platz 2 rangiert eine Perle von Oldtimer, in die viel Geld und Herzblut gesteckt wurde. Gekauft habe ich für 7.000 D-Mark damals. Dann habe ich ihn 2,5 Jahre restauriert und habe aber bestimmt noch 40.000 D-Mark reingesteckt. Und seitdem fahre ich ihn. Ich glaub's nicht. Die Sonne und das Herz lacht. Ein Borgward Isabella Cabriolet. Das, was ich so sehen konnte, ist ganz einfach so, dass das Fahrzeug nicht in einem perfekten Zustand dasteht. Schon. Wenn man weiter weggeht, dann sieht sowas erst ganz toll aus. Und wenn man da genauer hinschaut, ist noch einiges an Arbeit drin. Ich sehe das Auto bei zwischen 38.000 und 40.000 Euro. So sehe ich das Auto. Darf ich Sie mal was fragen? Ich will Sie nicht beleidigen, aber legen wir da über 30.000? Legen wir über. Ich biete Ihnen für das Auto 25.000 Euro. Für 25 würde ich ihn doch weiterfahren. Darf ich Sie bitte fragen, was haben Sie denn für dieses Auto bezahlt? Ich habe 7.000 D-Mark bezahlt. D-Mark? Ja, auch. Dann biete ich Ihnen jetzt das Zehnfache, was Sie bezahlt haben. Und das sind 35.000 Euro. Zeigen Sie mir mal Ihre Hand. So wird sich das anfühlen, wenn wir das jetzt machen können. 35. Also das ist gut bezahlt. Ja. Ah, das ist doch mal ein guter Preis. Das ist doch. So. Ich gratuliere. Mama mia. Freue mich, wenn einer Spaß dran hat. Ja. Also da gratuliere ich. Wir beide bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, wir treffen uns bestimmt auf Oldtimer treffen wir. Garantiert. Oh, nein, jetzt komm. Komm, das ist gut jetzt. Komm. Also. Gerd, setz dich noch mal ganz in Ruhe rein. Jungs. Dem Besitzer fiel der Abschied mehr als schwer. Kommen wir nun zum großen Gewinner in unserem Ranking. Ein unbeschreibliches Heiligtum der Menschheitsgeschichte. Dazu noch ein mächtiger Diamantenbesatz. Zusammen bedeutet das
Es wird so richtig teuer. Es ist tatsächlich voll besetzt mit Diamanten, circa 40 Karat. Ja. Das würde ich ja annehmen. Das Ganze ist nur eine Rahmung, und zwar für das mittlere Kreuz hier. Es ist wie ein Fenster aus Bergkristall und dahinter sind Holzsplitter. Schauen wir mal uns die Rückseite an. Hier gibt es einen Deckel und diesen Deckel kann man lüften und dahinter verbirgt sich ein Lacksiegel. Und das Siegel weist eindeutig hier auf die Kongregation des Papstes Clemens IX. Für Ablass und heilige Reliquien, die hier garantiert, dass es sich hier um Holzstücke aus dem wahren Kreuz Jesus Christus handelt. Heide, das ist ja eine Weltsensation. Wie viel Geld soll denn die junge Dame mitkriegen? Es wäre schon erfreulich, wenn wir an 25 bis 30 rankämen. Insgesamt würde ich das Kreuz taxieren auf 60.000 bis 80.000 Euro. Wow! Ja, ich fall gleich in Ohnmacht. Fallt mir nicht um, Mädels. Das ist das päpstliche Siegel für eine Reliquie. Für welche Reliquie denn? Es sind Kreuzpartikel vom Kreuz Jesu drin. Ach was. Ja, drei Stück. 40 Karat Diamanten. Also ich bin wirklich sprachlos. Mir kriege ich 11.000 Euro. 15.000. 16. Es läuft. 20.000. Ich sag 25.000. 25,5. Ich mach weiter mit 30. Würden Sie denn schon verkaufen wollen für 30.000 Euro? Susanne, was sagst denn du? Sagen Sie denn zu 40.000 Euro? 50.000 und dann machen wir das Geschäft. Mein letztes Gebot sind 42.000. 42.000. Okay. Ja. Wunderbar. Wahnsinn. 42.000 Euro. Ob jemals ein höheres Gebot bei Bares fällt? Was denkt ihr? Schreibt uns das in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst uns einen Like da und aktiviert die Glocke.